Hallo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen angespielt Pocket Summoner Origin heißt die heutige App und wir erstellen uns gerade einen neuen Charakter und zwar machen wir einfach mal ein New Profile. Wir haben jetzt das ist eigentlich völlig latte, ich mache mal ganz kurz auf, wieder so reset, damit es leiser ist. Create Profile, der Name ist in Ordnung. Und dann schauen wir mal, was sich so hinter der App befindet. Connecting. 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 So. Ah. Oh, Raud ist ja ein Hauen, oder? Bam, bam. Co-Word? Heißt es so? Auch deine Eltern hassen sich, also haben sie dich hier zurückgelassen? Warren! Guck mal, der Bauwart hat uns beschützt. Danke dir, Swift. Du warst immer mein bester Freund. Nein, leck nicht mein Gesicht. Ey, doch, das machen Hunde aber gerne. Die lecken einfach deine Fratze. Swift, was machst du da drüben? Was isst du denn da? Nein! Swift, was ist passiert? Hehe, ich denke, er mag mein Gift. Das hast du getan? Du hast es verdient. Nein, 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 Swift, bleib bei mir. Oh, der hat den Hund vergiftet. So ein blöder Wichser. Du bist mein einziger Freund. Hm, verlass mich nicht, Swift. Der hat den Hund vergiftet. Was für ein riesiges Arschloch. 12 Jahre später. Was? Mach Platz? Er rennt so schnell. Ich glaube, der wird verfolgt. Hm. Gute Tricks werden nie alt. Oh, Wanderer. Tut mir leid. Es kam hier schon ewig keine mehr. Hast du dich verlaufen? Was ist denn, oder was möchtest du hier? Hast du nicht von den seltsamen Dingen gehört, die in diesem Dorf passiert sind? Wie, dass einige zu Geistern sprechen? Lass mich dir sagen, es ist alles wahr. Guck mal, das sind Geister. Hm? Du hast keine Angst vor ihnen? Ich sehe, was du hier machst. Du kommst her, um sie... Ja, wie soll man das sagen? Zu mastern. zu zähmen, wie auch immer. Lass uns sehen, was du tun kannst. Du kannst diesen nicht meistern. Er hat schon einen Meister, nämlich mich. Er ist mein bester und loyalster Freund. Sein Name ist Swift. Oh. Sind wir der Linke? Sehe ich das richtig oder sind wir der Rechte? Swift, hast du einige Freunde? Ja, und wie sagt der Seele oder dem Geist, ob er ein paar Freunde hat, die er hier herumgeistern hat? Der Doggy? Doggy? Okay. Erster Kampf. Fokus! Wir sollen ihn in unsere Seele reinsehen lassen und ihn entscheiden lassen, ob er sich uns anschließen möchte oder nicht. Und wir haben unseren ersten Beschützer. Ja, er nennt sie zumindest so. Wir können ihm einen Namen geben, wenn wir möchten. Oh, guck dir mal den Bauer an. Give it a name. Animal Doggy. Nennen wir ihn auch Swift. Swift. Gut. Oh, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Vine. Und ich bin der größte Beschwörer auf der Welt. Oder wer das sein? Okay, aber jetzt bringen wir mal so ein bisschen die Texte. Wir werden jetzt gleich mit unserem kleinen Geist hier rumgeistern. Ich brauch's überhaupt nicht lesen. Ich will's überhaupt nicht lesen. Ich denke mal, das kriegt man sowieso im Endeffekt mit. Kann man irgendwie mal... Ach, komm mal. Achso, das ist die Auflösung. Okay. Er erklärt uns gerade so ein bisschen was. Theoretisch müsste ich aufpassen, aber ich möchte nicht aufpassen. So, wunderbar. Wir haben hier endlich...
So, hier, guck mal, wie schnell wir sind. Wir können also hier überall rum. Und wir sind aktuell Level 2, haben noch keine Erfahrung, aber allerdings so 20 HP. So, was kann ich mit der interagieren? Ich könnte theoretisch mit ihr bei mir was kaufen. Ups, nein, möchte ich gar nicht. Geh weg. Ich glaube, ich werde immer folgen da unten. Villages, Quest Areas, Greenwoods. Okay, geh mal Greenwoods, Level 1. Entrance kostet 5 Energie, so wie ich das sehe. 20 Gramm oben links, seht ihr? Die 20 von 20. Objectives EXP plus 3 und Clear plus 3 Gold. Achso, guck mal, das ist das einzige Level gerade, was wir haben. Okay, starten wir die Quest. Gucken wir mal, was uns dort so Schönes erwartet. Ich habe schon wieder 7% Akku, 8% Akku verloren. Holy shit. Okay, wir sollen unten oder spüren unten Geist, ein Miki. Und das versteckt sich irgendwo dort in den Büschen. Jeder Geist hat seine eigenen Fähigkeiten. Und Miki ist, glaube ich, ein Verteidigungsmonster. Ja, genau, genug getalkt, jetzt reicht's aber. Halt den Sabbel und lass mich kämpfen, ey. Da ist er. Loading required files. Select the guard to fight, nehmen wir unser natürlich. Das ist so ähnlich wie Pokémon halt aufgebaut. So, wir können beide beißen. Bit. Bite, bite. Zack, nochmal Bite. Wir beißen uns hier alle gegenseitig. Ich weiß noch nicht, was dieses AT zu bedeuten hat. Das, was unter unserer HP-Leiste ist. Kann ich so nicht sagen. Wir haben gewonnen, na selbstverständlich, das will ich da erwarten. Mana plus 5, level up your guards in the guard section with the mana gained from Wild Spirits. Okay, wir müssen also Mana sammeln, um die Viecher aufzurüsten. 500, 400. Halt den Mund jetzt. I should leave. Nein, continue dungeon. Ich will die Seele hier haben, oder? Möchtest du was machen? Ja, will ich ja, aber. Da. Attempt to capture. Du sollst ihn einfangen. Capture is successful. Das ist Miki gewesen, oder? Genau, Miki. Das ist in Ordnung. Der Name ist in Ordnung. Und jetzt meint er irgendwas, irgendwelche Differenzen zwischen Dogi. Nein, Dogi stimmt gar nicht. Heißt Swift, du Arschloch. Und Miki. Ich höre dem nicht zu. Ich lese mal so ab und zu ein paar Textphrasen, aber. Ups. Okay, Dungeon cleared. Game Rewards, lass mich jetzt. Danke. Quest complete. XP plus 3, Knowledge XP plus 5 und nochmal normale Scale plus 3. Knowledge Rang ab. Dogi Rang ab. Skill Byte. Ich habe ihn noch Swift genannt. Heißt doch nicht Doggy, Mann. So, da sind die Guards. Tschu, wie so ein Rennen. Hier. Verstecken uns erstmal. Wir versuchen die ganze Zeit wegzurennen, aber es ist nur einer da gewesen, ne? Doch, jetzt sind wir alle drei. Hat er uns gesehen? Na, ich glaube, die wollen alle Summoner einfangen, weil anscheinend passt denen das nicht so wirklich. So, darum seht ihr, unsere XP-Leiste ist gefüllt, so muss man jetzt hin. Nächste Quest, hier kommen wir ja mal. Barcelona Village und Basecamp, was auch immer das Basecamp ist, klicken wir mal drauf. Jetzt habe ich mal ein Ausrufezeichen mit dabei. Achso, wir müssen das geheim machen und unsere Einheiten trainieren und so. Deswegen haben wir jetzt unser Lager sozusagen aufgeschlagen. Oh, guck mal, hier kann man sowas bauen. Wir müssen uns also jetzt auch noch Holz suchen. Und wir können mit diesem Runenstein kommunizieren, den er uns gerade gegeben hat. Alles klar. So, wir haben hier unten einen Hammer.
und Structures und jetzt sollen wir ein Haus bauen. So, das ist das Häuschen. Kann man das noch ändern? Dann Edit. Achso. Doch, hier kann man es theoretisch umändern. Wir setzen es mal bitte hier hin. Sieht besser aus. Gut. Muss ich Holz oder so sammeln? Nee, wa? Nö, sieht nicht so aus. So, jetzt haben wir jetzt zwei unserer Guards hier. Miki und Swift. Warum ihn immer Doggy nennen, keine Ahnung. Hier haben wir unser Beutel, was hier drin steht, sind noch 5 Schaufeln. Light Blue Shirt, Dark Blue Pant und Grey Shoes. Als Ausrüstung angelegt. Und ein Runstein. Nee, lass mal, möchte ich jetzt nicht einsetzen. Ich möchte dafür für die nächste Dings machen. So, Barcelona Village, Friends. Oder wir machen einfach mal die Green Woods weiter. Dann lege ich jetzt ins zweite rein. Into the Woods. Objectives XP plus 6 und Clear plus 5 Dollar. So, was muss ich hier machen? Zwei Dinge muss ich clearen. Achso, guck mal, ich muss, glaube ich, Holz sammeln, oder? Für unsere... Oh, hier haben wir jemanden drin, oder? Das gerade sieht so merkwürdig aus. Ah ja. Miki! Der ist Level 2. Ich denke mal, unser Hündchen wird hoffentlich... Beiß! Wir sind auf jeden Fall als erstes 9 und so. Poison Bite? Oh Gott. Aber er hat mich nicht vergiftet, so wie ich das sehe. Ich glaube, wenn wir AT haben, dann machen wir dem Gegner wesentlich mehr Schaden. Oh, jetzt habe ich verfehlt. Wahnsinn. Batsch. Schon wieder ein Poison Bite. Du bist ein Arsch. Lass das. Lass das. Ich hasse das. Der hat mega viel Ausweichen. Jetzt bin ich vergiftet. Hat der auch langsam genug Dodges gehabt, du Pisser. Töt ihn! Oh, ich werd irre, Alter. Der hat mein Doggy gekillt. Du dummer... Ich hab verloren? Alter, ich hab doch noch einen zweiten, du Wichsviech. Komm, bitte stirb jetzt. Es ist ein Lacker gewesen, ohne Scheiß, Mann. Alter, der hat dreimal gedodged. Wieso? Guck mal, warum hat er jetzt mit dieses Dodge-Ding auf sich? Kann gar nicht sein. Er hat halt noch einen zweiten Skill. So, auf, mich zu vergiften, Alter. Ein Attack noch. Ich weiß nicht, warum vorhin er noch ein Leben gehabt hatte. Einfach mega der Lacker gewesen. Natürlich habe ich gewonnen, Alter. Wundert sich das? Collect Energy as Crystal. Dann nehmen wir mal mit. Got Blue Crystal Fragment. Einmal muss ich noch killen. Könnte ich auch noch Holz mitnehmen, ganz klar. Aber einer muss ja irgendwo noch sein. Da ist einer. Wir nehmen wieder unseren Doggy mit rein. Und dann Swift meine ich natürlich. Sie stecken mich schon an mit ihren falschen Aussagen. Da kann ich ihn gar nicht aufrüsten. Ich meine, das sind doch schon Level 2, die Gegner. Ich muss noch dreimal treffen mit jeweils 16 Schaden. Ich bin immer Level 1. Mist, alles klar, wenn das so weitergeht, habe ich verloren wieder. Ich habe auch noch zwei Attacks. Poison Bite. 18 Schaden. Hab schon mal verloren. Summon Charges. Alter, das ist so unendlich der Witz. Ohne Scheiß, Mann, Alter. Was ist das für eine Kacke? Wie kann man bitte die ganze Zeit so krank rumlacken? Ohne Witz, ey. Guckst du dir an, warum hat er jetzt diese scheiß Dinger um sich rum? Kann doch nie wahr sein. Außerdem kann ich mal ein anderes scheiß Vieh nicht beschwören. Warum nicht? Crit hast du verdient, du Drecksvieh. Boah, ist das unglaublich lackabhängig, dieses Spiel. Holy shit. Hier, du hast auch wieder eingesammelt. Du hast gar nicht verdient, in mein Team zu kommen. Okay, Claim Rewards, alles klar, fertig. Zwei Holz haben mitgenommen. Kann man den irgendwie aufrüsten? Level up. Ah ja, guck mal hier, von Level Dings auf Level Dings hat was 5 Erfahrung nur gebraucht oder 5 Mana. Yay, Level 2.
Aber Level 3 kriege ich noch nicht. Enchant with Item. So, jetzt habe ich ihn theoretisch. Nein, ich möchte ihn nicht freilassen. Jetzt habe ich theoretisch das gleiche Level wie die Viecher gerade eben. Was steht da? Next. Next Skill Growl. Okay, brüllen. Bite Smash Growl. Alles klar. Kann man sonst schon was Schönes bauen? Lumberjack. Requires House Level 1. Okay, wir können also hier einen Holzfäller bauen. Check. Bringt er uns jetzt Holz? Tatsache. Inwiefern er uns jetzt Holz bringt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich mein Holz sehe. Harvest Speed oder Storage Size kann man aufrüsten. Collect Regulary. Okay, sogar also muss man auch sammeln ab und zu. Was haben wir hier noch? Alchemist Level 3. Requires Level 3 Lumberjack. 12 von 12 Holz brauchen wir. 12 von Holz brauchen wir dafür. Farmer. Ab und zu muss man das Holz einsammeln. Weiß zwar nicht, wo es ist, aber. Work, work, was? Habe ich es gerade eingesammelt? Kann das sein? Nee. Achso, Kanzel. Kann man nur reden mit ihm. Oh, guck mal, hier geht's geheim hinten lang. Ich habe zwei Holz im Dingensten Inventar. Okay, lass mal einfach mal so sammeln. Ist jetzt auch egal. Gut, mein lieben Freund, ich würde sagen, das war's angespielt gewesen. Zum Spiel. Pocket Summoner Origin hieß es. Ja, und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, in der Videobeschreibung sind die Links zum Spiel. Das ist so eine Art Pokémon-Sammelspiel, Trainierspiel, wo man ein bisschen was aufrüsten kann hier in seinem kleinen Versteck. Tja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Angespielt. Ciao, Leute!